Professor Günter Faltin ist heute mein Gast. Er war 30 Jahre an der Freien Universität der Professor für Existenzgründung, Lehrstuhl für Entrepreneurship, das so heißt das im Fachdeutsch oder Fachchinesisch. Ja, Sie haben die Teekampagne gegründet, jetzt haben Sie eine Waschmittelkampagne gegründet. Das heißt, alles Beispiele, wie ich mit einer Idee ein Projekt machen kann, ohne dass ich die Komponente, muss ich die Waschmittelfabrik selber besitzen, überhaupt gedacht habe. Das ist, glaube ich, die Möglichkeit, das Thema Gründung völlig anders anzupacken. Das hätte ich vor 5 Jahren noch nicht behaupten wollen. Aber heute gibt es eine so spezialisierte Arbeitsteilung, dass Sie für fast alles, was Sie brauchen, schon jemanden finden, der das macht. Und ich nenne das mit Komponentengründen. Das heißt, ich kann ein Unternehmen so aufbauen, dass ich mit bestehenden Komponenten arbeite, also fast nicht selber investieren muss. Telefon, Laptop hat man meistens. Und ich beschränke mich also darauf, diese Komponenten zu koordinieren. Und das Entscheidende ist, ich muss ein Konzept erarbeitet haben, das so gut ist, dass es im Markt ankommt. Und wie ich das Konzept umsetze, da tue ich gut daran, wenn ich auf bestehende Komponenten zurückgreife. Da bin ich professionell, das ist der große Vorteil. Die wissen schon, wie es geht. Ich wäre ja ein Dilettant, ich wäre ja Anfänger. Und ich brauche sehr viel weniger Kapital, das ist der Riesenvorteil, weil ich nicht alle diese Einrichtungen selber aufbauen und finanzieren muss, sondern auf bestehende Einrichtungen zugreifen kann. Mit der Teekampagne hat es angefangen. Sie sind inzwischen der größte Importeur von Darjeeling in Deutschland überhaupt. Man glaubt es kaum. Und der Welt. Und in der Welt, man glaubt es nicht. Mit den Waschmitteln, jetzt deklinieren wir das mal durch, Komponente. Sie brauchen jemanden, der das Waschmittel herstellt, haben Sie gefunden in Zittau. Dann brauchen Sie jemanden, der es verpackt. Wo wird das verpackt? Auch das wird gleich an der Maschine, an der Maschine verpackt. Dann wird es vertrieben. Ja, da haben wir einen Versender, den gleichen, den wir auch für die Teekampagne nutzen. Der ist mit uns groß geworden. Wir haben das Versenden von Anfang an abgegeben, das haben wir nicht selber gemacht. Empfehle ich auch jedem Gründer, so viel er kann, abzugeben. Das heißt, in Schachteln zu denken, ja, wer macht was für mich? Komponenten, das ist der erste Rat, den Sie am Gründer jetzt geben. Der ganz wichtige Rat, weil er frei macht von Businessplan schreiben, zur Bank gehen, Krawatte anziehen und jemanden, der konservativ denken muss. Ein Banker muss konservativ sein. Bankenkrise war, weil zu wenig konservativ gedacht wurde. Also das darf man den Banker nicht vorwerfen. Und deswegen sind sie fürs Gründungsgeschäft nicht so geeignet. Gründungsgeschäft verlangt, dass ich mit einer neuen Idee komme. Mit etwas, was neu im Markt ist, was einen Marktvorteil hat. Warum die Leute zu mir kommen, auf mich aufmerksam werden. Und da ist es gut, mit den Komponenten zu arbeiten, weil ich dann professionelle Partner habe. Und das meiste geht ja schief, weil ich als Gründer Dilettant bin und ganz viele Bereiche auf einmal beherrschen soll. Das fängt an von der Buchhaltung, das Versenden, das Verpacken, die Frage. Also Buchhaltung auch rausgliedern, alles machen lassen. Alles abgeben an Leute, die das können, die das professionell machen können. Und dann habe ich den Kopf frei. Dann bin ich auch nicht in dieser Falle überfordert, überlastet zu werden. Was immer so nicht so wichtig so in der Öffentlichkeit laut gesagt wird, ist, ungefähr 80% aller Gründungen sind nach 5 Jahren gescheitert. Das ist eine hohe Zahl. Weil Sie alles selber machen wollen? Fragezeichen. Ein Grund, würde ich sagen, und ein wesentlicher Grund ist, dass Sie alles selber machen wollten, dass Sie alles selber aufbauen wollten, dass Sie notwendigerweise Dilettanten sind, weil es heute viel zu viel ist. Eine GmbH-Buchhaltung ist eben doch sehr viel anspruchsvoller als noch, was unsere Eltern als Buchhaltung gemacht haben. Das muss man abgeben, das muss man professionell abgeben. Das ist der ganz große Vorteil, ich bin professionell. Da kommt immer der Einwand, ja, das ist aber teuer. Das stimmt. Wenn Sie professionelle Leute beschäftigen, ist das teuer. Dann sage ich immer, wenn Ihnen Professionalität zu teuer ist, versuchen Sie es doch mal mit Unprofessionalität. Ja, dann sind Sie bald pleite. Das ist noch viel teurer. Das ist noch viel teurer, ja. Wenn ich mir Berlin so angucke, 60.000 junge Leute strömen in diese Stadt, davon sind tausende Start-ups und alle machen irgendwie dasselbe. Entweder Modedesign oder Start-ups in den Bereichen IT. Ist das klug? Das ist schade. Das ist schade. Gerade gut, wenn dass Sie so nicht sagen, es ist schlecht. Es ist schade. Es ist schade. Berlin hat noch ganz andere Chancen. Alle gucken natürlich nach Silicon Valley, von unseren Politikern angefangen, aber auch viele Gründer. Ich sehe Berlin als viel aussichtsreicher. Und zwar eines, wenn man über Innovation forscht, ist klar, Innovation hat was zu tun mit Vielfalt.
also dieses schöne englische Wort Diversity Drives Innovation, sagt das alles. Und Berlin hat natürlich diese Diversity. Berlin hat diese Vielfalt an Kulturen, an allen möglichen Gedanken. Szene. Szene und innerhalb der Kunst und Kultur eine enorme Ausprägung, hat viele Leute, die im positiven Sinne spinnen. Und dieses Umfeld ist hervorragend, um auf neue Ideen zu kommen. Dann nehmen Sie Waschkampagne, um Altes, Vorhandenes anzugucken und zu sagen, kann man das nicht viel besser machen? Kann man das nicht mit einfachen Mitteln trotzdem viel besser machen? Ja, aber da ist ein Banker draufgekommen. Der ist damit zu Ihnen gekommen. Ja, keiner Ihrer Studenten, sondern ein Rechtsanwalt. Ja. Also es kommen viele Leute mit Einfälle und die meisten sind so ein bisschen oberflächlich. Und ich finde, ja, Einfall reicht nicht. Das muss schon ein Kind, ich spreche immer von Ideenkindern, ein Kind braucht ja auch eine Weile, bis es sozusagen sich entwickelt, bevor man es sozusagen in die Praxis, ins Leben lässt. Und so ist es mit den Ideenkindern auch. Vom allerersten Einfall, von der Anfangsidee bis zu einem ausgereiften Konzept vergeht viel Zeit, ist viel Arbeit notwendig, ist viel Recherche notwendig, ist vor allem notwendig, mit den potenziellen Kunden zu sprechen. Nicht zu glauben, der das Einfall ist erstmal die eigene Familie, nicht? Ja, zum Beispiel die eigene Familie, nicht. Der eigene Freundeskreis. Ja. Ja, ich sag, würdest ja, das kostet auch wirst nicht. Das von mir kaufen? Ja, was hältst du davon? Und nicht nur die Meinung, dann sagt er ja, toll und so, sondern sagen, also leg dein Geld auf den Tisch. Und kauf schon mal auf Vorbestellung. Auf Vorbestellung. Und ich gebe dir einen hohen Discount dafür, aber ich möchte schon die ersten Bestellungen haben, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dann kann ich auch besser, wenn ich das überhaupt will, an Kapitalgeber herantreten, wenn ich schon Kunden habe. In Ihrem Buch Kopf schlägt Kapital, ja, mehr als 100.000 Mal verkauft, da sagen Sie ja alles, worauf man achten muss. Kann man denn jetzt auch zu Ihnen kommen? Sie sind ja emeritierter Professor, das heißt, Sie sind eigentlich in Rente, aber Sie machen noch Sprechstunde. Nein. Machen Sie nicht. Also von Sprechstunden halte ich nichts. Das ist viel zu kurz. Ich kann in für 5 Minuten oder auch in einer halben Stunde kann ich nicht beurteilen, ob ein Gründer zu seiner Idee wirklich, ob er der Idee gewachsen ist, ob diese Idee etwas taugt. Da müsste ich sehr viel mehr über den Hintergrund des Gründers wissen als Person. Ich müsste sehr viel mehr über den Markt wissen. Ich bin noch nicht allwissend. Ich kann noch nicht über alle Marktsegmente Schade, Bescheid ich habe gedacht, das seien Sie. Also das ist eine falsche Hoffnung, zu glauben, man läuft zu dem Guru und der weiß es. Ja. Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Auch der liebe Gott weiß es nicht. Und von daher hilft nichts anderes als recherchieren, immer wieder um das Problem herumlaufen. Es gibt eine interessante Untersuchung über diese schwäbischen Unternehmer, die ja oft Weltmarktführer sind, in der berühmten Schwäbische Alb. Und da kommt immer wieder heraus, dass die einfach 10-mal, 100-mal, 1000-mal um das Problem herumgelaufen sind und irgendwann hatten sie eine Lösung. Und die Familie ist fast verzweifelt. Die Kinder haben in der Schule gesagt, ich weiß auch nicht, was der Vater tut. Und er hat da irgendwie in seiner Garage oder im Keller gesessen. Der Grübel, der Grübel. Und dann hat er eben etwas rausgefunden, was auch funktioniert. Dieses Grübeln hat ja einen leicht abwertenden Klang, ist aber wichtig. Hinterfragen, immer wieder neu angucken, wirklich bis zu 1000-mal um das Ding herumlaufen, bis man sagt, das kann ich doch sehr viel einfacher machen. Kann man denn eigentlich bei uns in Deutschland aufgrund der Gesetze, der Vorschriften, noch was in der Garage erfinden? Ich meine, Gates Garage, Microsoft Garage. Alle großen Erfindungen der Neuzeit sind in der Garage entstanden. Ja. Nur nicht in Deutschland. Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist ärgerlich. Also Garage heißt ja, man hat am Anfang nicht das Geld und nicht die Zeit, alles diese Einrichtung sich zu beschaffen, die man dann später braucht, wenn man viele Angestellte hat. Das ist wichtig, dass man informell gründet. Das kann ein Keller sein, eine Garage. Politiker reden auch davon. Und dann kommt die Deutsche Arbeitsstättenaufsicht und sagt, hier, die Kartons sind nicht richtig aufgestellt oder die Lüftung ist nicht in Ordnung oder die Fenster sind nicht groß genug, getrennte Toiletten und so weiter. Also die Arbeitsstättenverordnung ist sicher gut und hat ihre Berechtigung, aber nicht für Leute, die in der Anfangsphase des Gründens sind. Wir sollten das Garagengründen wirklich ernst nehmen und sagen, lass die Gründer ein Jahr lang, das wäre doch ein guter Vorschlag, ein Jahr lang in Ruhe. Also lass sie von Bürokratie in Ruhe, die verdienen auch noch nichts, die machen noch keine Gewinne. Lass sie mit Steuern lass und Vorschuss. Lass sie tüfteln und grübeln. Oder wenigstens einmal im Leben gebt ihnen die Chance. Früher war ja beim Häuslebauen sowas, dass man einmal da eine hohe
Vergünstigung bekam, dass man die Chance hat, mal ohne diese Bürokratie, die ist schon, die ist nervenraubend und hat immer diesen Faktor Überlastung, weil man, der Kopf geht weg von dem, was wirklich wichtig ist. Wo wird heute in der Welt am meisten gegründet? Ist das Amerika, ist das Europa oder ist das Asien? Das ist Verlieren wir den Anschluss? Einwandfrei Asien. Ich bin selber viele Jahre dort gewesen. Ich war nicht immer nur an der Freien Universität. Ich war viele Jahre auch weg. Sie sind jetzt Berater der thailändischen Regierung für Existenzgründung. Warum nicht für die deutsche Regierung? Ja, die Asiaten sind aufgeschlossener. Das ist in der Kultur besser verankert als in solchen kontinentaleuropäischen Ländern wie Frankreich und Deutschland. Das ist in Asien in den Familien besser verankert. Ja, aber Sie haben zumindest das Bundesverdienstkreuz gekriegt für Ihre Tätigkeit als Professor für Entrepreneurship. Naja, nach 30 Jahren ist das ja. Ja, aber als Berater müssen Sie nach Thailand gehen. Das finde ich schon ein bisschen beschämend. Hier werden Sie gebraucht. Aber es macht großen Spaß. Ja, aber hier werden Sie gebraucht. Ich bin ja hier bei Ihnen. Es macht großen Spaß. Es ist eine große Aufgeschlossenheit. Man versteht das Thema. Also ich kann nur sagen, Asien, die Musik spielt in Asien. Ja. Sehen Sie hier, es stagniert ja unsere Wirtschaft, auch die amerikanische stagniert. Das heißt, wir konkurrieren als Gründer um Kaufkraft, die eigentlich nicht, im Moment jedenfalls nicht wächst, die vielleicht auch gar nicht mehr wachsen kann, weil wir ökologisch eigentlich schon an unseren Grenzen sind. Das heißt, ich kämpfe immer um Bestehendes, während in Asien, die wachsen noch und die haben auch noch eine Berechtigung zu wachsen, weil sie von einem viel niedrigeren Wohlstandsniveau ausgehen. Da habe ich es als Gründer natürlich auch einfacher und also ich kann nur sagen, nicht immer nach Silicon Valley gucken, das tun auch wieder alle, sondern mehr nach Asien gucken. Indonesien, Thailand, Indien. Ihr Buch ist gerade auch in Chinesisch erschienen. In zwei chinesischen Sprachen. Ja. In zwei chinesischen Sprachen. Ja. Kopf schlägt Kapital. Den Kopf anstrengen und ein gutes Konzept ausarbeiten. Das ist der Ratschlag von Professor Günter Faltin. Er war über 30 Jahre Professor an der Freien Universität für Entrepreneurship, für Existenzgründung. Und wenn Sie dieses Buch lesen, dann wissen Sie, was Sie machen müssen und was Sie tunlichst vermeiden müssen, damit Ihr Projekt, Ihre Idee und das ist das Wichtigste, der Kopf. Das Kapital braucht man nicht so sehr, aber den Kopf braucht man. Das ist die Kernaussage. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.